zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Hof im Bergmann. Neue Runde, neue Folge. Und ja, ich habe den Eimer jetzt mal wie versprochen ein bisschen vom Volumen her vergrößert. Wir gucken gleich mal, ob das auch so funktioniert. Wir warten aber erstmal noch hier, dass die Maschine leer läuft. Das heißt, wir können aber in der Zwischenzeit Traktor holen und den Kalkstreuer dran machen, weil wir ja kalken müssen. Das Feld 4. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da noch Kalk drin haben in der Maschine hier. Bisschen hier nach hinten gucken. Ja, man sollte schon treffen. Ah, einen Moment. So. Ja gut, viel ist es nicht. Also fahren wir erstmal rüber zum Kalksilo, machen den Streuer voll und ja, dann können wir da loslegen. So, jetzt müssen wir da mal ein bisschen raus. So, wenden wir mal kurz. Ja. Weiß nicht, rückwärts fahren ist nicht so mein Ding. Aber ich sehe gerade, dass wir hier bei dem Traktor kein GPS haben. Das ist nicht gut. So, das heißt, wenn der belädt, dann lass uns mal doch ganz schnell rüberfahren. Die 15.000 für GPS, die geben wir jetzt aus. Das muss sein. Konfigurieren. GPS, ja. Konfigurieren. 15.000, ja. So, dann holen wir den Kalkstreuer wieder ab. Ob der auch wirklich voll gemacht. Ja, der hat sich voll gefüllt. Perfekt. Beziehungsweise nicht ganz voll. Ja, da scheint das Kalksilo schon leer zu sein. Wir müssen da unbedingt mal mehr Kalk besorgen. Aber bevor wir jetzt aufs Feld fahren, fahren wir einmal kurz bei der Käserei oben vorbei und machen die nächste Portion Butter fertig. Damit wir da auch einmal durchkommen mit dem ganzen Projekt. Ups, so, lass mal kurz hier stehen. Hier das Fässchen ist jetzt voll, das kommt hier drüben hin. Und rein theoretisch müssten das jetzt hier 2.500 Liter sein. Hallo. Ja, 2.500, das heißt, wir müssen mit dem Eimer nur noch zweimal laufen, also doch wesentlich schneller wie immer hin und her zu eiern. Aber wir können schon mal, während der Eimer hier voll läuft, noch ein bisschen Kalk kaufen. Da werden wir, denke ich mal, noch einiges brauchen. Weil das Feld 4 ist ja nicht gerade klein. So. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele das waren, aber es war einiges. So. Das heißt, genau, die ist voll. Dann machen wir hier die Produktion und wir können jetzt erstmal auf den Acker.
Der Drescher steht da noch so ein bisschen im Wege. Ja, fangen wir erstmal von oben. Wir machen das hier, wir stellen den gleich mal beiseite. So, ja. Ach, was mache ich denn? Oh, wollte ich drücken. Der einfach mal hier hin. Und dann können wir jetzt GPS Ost-West. Ne, nicht ganz. Müssen wir einmal gerade fahren, damit er die richtige Breite. Ja, so passt das. Nehmen wir den Offset raus. Dann müssen wir den nur noch richtig hinschieben. So. Und dann können wir mit dem Kalken beginnen. So, Tempomat rein und ganz gemütlich hier hoch runterfahren. Mit 18 Metern geht das doch auch relativ zügig, das Ganze hier, würde ich sagen. Ja, danach kommt einmal die Düngerspritze, hauen wir drüber und dann wird angesät. Immer so ein bisschen den Kalkverbrauch im Auge behalten. Also wir werden definitiv zum Händler runterfahren müssen und nochmal nachladen müssen. So, hier müssen wir gleich mal, denke ich mal, ein bisschen rangieren. Schön zurück, einigermaßen gerade, ja, passt. Wenn es da jetzt ein Eckchen nicht gemacht ist, können wir zur Not nachher nochmal nacharbeiten. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Kommen wir da genau auf den Ackerschacht drauf. Da müssen wir auch gleich mal gucken, dass wir da irgendwie vorbei zirkeln. Ja, ach Gott, mit dem Streuteller bleiben wir da klar hängen. Wie soll es auch anders sein? So, aber hier das Eckchen. Und wie
wie gesagt, wenn jetzt irgendwo immer mal wieder so ein kleines Eckchen nicht gemacht ist, ist ja auch egal. Hauptsache, die größte Fläche ist erledigt und ist wunderbar eingezuckert hier mit dem Puderzucker. Dann passt die Sache. So, jetzt haben wir wieder schön Platz zum Wenden hier. Dann ist das auch alles kein. Oh ja, ups, ei, ja. Das war die Leitplanke, aber wir haben einen Fendt, dem macht das gar nichts aus. Ja. Ja, das ist gut, die Düngespritze, die steht ja noch da vorne von der Lohnarbeit auf der 15. Das heißt, da haben wir es gar nicht so weit hier rüber. Das Fass mit Nachfüllflüssigdünger steht auch parat. Dann geht das doch alles dann gleich seinen Gang hier weiter. Es könnte, es wird nicht reichen, aber es wird eng. Ich denke mal, eine Bahn wird übrig bleiben, wo wir dann nochmal Nachschub holen müssen. Aber ist ja egal. So ist das dann halt. Und wir werden, Kalk brauchen wir eh immer wieder. Diesmal passen wir aber mit der Leitplanke auf. So, jetzt blasen wir die letzten 1000 Liter hier raus. So, schon mal gleich den Streuteller einklappen. So, los geht's ab zum Händler. So, mal gucken, wo kommen wir hier? Ah, hier. Oh, ja, eng. So, oha. Ja, da haben wir einiges gekauft an Big Bags. Dann lade mal auf, Jungchen. Oh, Knoten in der Zunge. Das Pack. Na komm, müssen noch langsam mal voll werden. So, 14.000 Liter Deckel zu. Und
und ja, weiterarbeiten. So, das war doch hier, genau, hier geht's rein. Und dann müssen wir hier mal so ein bisschen querfeldein fahren. Wir mal, ups. So. Ja gut, den kleinen Streifen da außen, den werden wir nicht machen. Also so genau sehen wir es dann auch nicht. Ja, und das Sojabohnenfeld, ich glaube, das waren Sojabohnen, die 13, die könnte auch mal langsam reif werden da. Also das dauert ja auch schon Ewigkeiten gefühlt. So, dann haben wir nur noch dieses kleine Stückchen hier zurück. Und dann kann der zum Hof und wir können gleich mit dem Düngen weitermachen. So, einklappen, dann können wir den auch hier direkt automatisch fahren lassen und wir schnappen uns den hier. Füllen wir den kurz auf, einmal hier. Aber wir müssen da wieder, das war doch so, den Deckel aufmachen. Oh. Hilfe, ich steck fest. Ja gut, dann müssen wir das so machen. Oder war ist das der Fronttank? Wir müssen jetzt hinten noch aufhören. Ah ja, so geht das. GPS. Hier machen wir es jetzt mal Nord-Süd in der anderen Variante sozusagen. Geht ja auch. So, aufklappen. Das schon mal hier rüber schieben. Und ja, die erste Bahn machen wir noch schnell. Wir müssen auch die Spritze unbedingt mal in die Wartung schicken, so wie das aussieht, wenn wir nur noch 9 km/h fahren. Das machen wir aber, wenn wir das Feld hier fertig haben. Aber fertig ist wieder ein gutes Stichwort. Wir sind fertig für heute. Morgen geht es weiter hier. Ich würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn ihr morgen früh um 5 wieder hier reinschaut. Bis dahin macht es gut, liebe Leute, und wir sehen uns.